Ein Jahr lang hat die Stadt Oberhausen zusammen mit einem international renommierten Planungsbüro, nämlich Albert Speer und Partner, an einem Masterplan für die neue Mitte gearbeitet. Vor 25 Jahren hat es schon mal ein solches Drehbuch gegeben für die Entwicklung. Das war sehr erfolgreich. Uns ist wichtig, dass wir diesen Erfolg auch in der Zukunft fortsetzen, weil wir glauben, dass die neue Mitte noch mehr kann und wir deshalb ein Update für dieses Drehbuch brauchen als Leitfaden für eine gute Zukunft auch in 25 Jahren. Rund um das Zentrum hat sich eine Menge an Entertainment angesiedelt. Die aktuelle Ausstellung im Gasometer läuft sehr gut. Top Golf hat den ersten Standort in Kontinentaleuropa eröffnet. Die gute Entwicklung soll weitergehen und das bedeutet, dass wir im Bereich Freizeit und Entertainment Ergänzungen brauchen können. Deswegen soll ein Innovationsquartier rund um das Fraunhofer-Institut Umsicht entstehen. Was bisher noch fehlt in der neuen Mitte ist Wohnen. Dazu haben wir uns schon vor einiger Zeit auf den Weg gemacht, um einen Bauungsplan aufzustellen, der Wohnen auf dem Stahlwerksgelände genauso ermöglicht wie an der Ripshorster Straße auf ehemaligen Thyssenflächen. Und das wollen wir jetzt forcieren, damit eben auch abends und nachts Leben in der neuen Mitte Oberhausen herrscht. Zwei weitere Themen. Das eine ist das Thema Grün. Wie schaffen wir es, noch mehr Grün in die neue Mitte zu holen? Und das zweite ist das Thema Mobilität, weil wir sowohl die Mobilität für Fußgänger und Radfahrer verbessern wollen, aber auch den öffentlichen Personennahverkehr. Wollen wir Wohnraum für mehr als 3000 Menschen schaffen, wird das nicht ohne eine leistungsfähige ÖPNV-Verbindung gehen. Und das ist der Grund, warum wir neu über die Straßenbahnlinie diskutieren wollen und müssen.